Es geht wieder los, meine Damen und Herren. Im neuen Jahr ist es dieser Index, der dem DAX wohl erstmal ein bisschen auf die Sprünge helfen wird. Und damit herzlich willkommen zum ersten Ausblick des Jahres 2018. Was Sie hier sehen, das ist der Hang Seng und der steigt fast 2% heute, nachdem der Caixin Einkaufsmanager Index Produktion aus China mit 51,5 deutlich besser ausgefallen ist. Dieser Caixin Einkaufsmanager Index ist ein Einkaufsmanager Index, der eher kleinere, kleinere bis mittlere chinesische Unternehmen umfasst und hier war die Prognose 50,6, es ist deutlich mehr geworden und das sorgt in Asien teilweise für sehr erfreuliche Kurse. Wir sehen Shanghai auch im Plus mit 1%, Nikkei heute geschlossen, Australien leicht im Minus, da kann man also nicht profitieren, aber insgesamt ist die Freude groß über diese Zahlen, nachdem der offizielle Einkaufsmanager-Index aus China, der am Montag bereits veröffentlicht wurde. Naja, so in der Erwartung war der eher die großen Unternehmen Chinas ja erfasst. Dieser Hang Seng hatte die Futures nach oben gezogen in den USA, genau gesagt die US-Futures und das sorgt dafür, dass der DAX wohl etwas höher starten wird, als er noch am letzten Handelstag am Freitag aus dem Handel gegangen ist. Wir haben ja in den USA am Freitag nochmal einen ziemlichen Abverkauf gesehen in den letzten Handelsminuten. Das hat dazu geführt, dass der S&P 500 minus 0,5% verlor. Also man ging da nochmal in den letzten Minuten relativ stark runter. Haben wohl einige nochmal richtig schön Gewinne mitgenommen, aber das wird jetzt wohl egalisiert durch das, was heute eben in Asien passiert, nachdem eben hier die chinesischen Märkte freundlich sind und Japan bis Donnerstag geschlossen ist. Da dürfte also jetzt erstmal wieder eine Erholung angesagt sein. Schauen wir uns doch den DAX mal an, wie er sich präsentiert hat. Und das war so furchtbar berauschend nicht. Wir sehen hier den Index, der sich in Richtung 12.800er Marke aufgemacht hat, der vielleicht versuchen wird, sich zu erholen. Es gibt noch keine offizielle DAX-Indikation, aber ich vermute mal, wir dürften im Bereich 12.900, 12.930 reinkommen. Ist schwer zu sagen, wie gesagt, weil es bisher überhaupt keinerlei Indikation gibt, wie der deutsche Leitindex reinkommt. Wenn wir uns mal den Dow Jones anschauen, wie er aktuell gehandelt wird auf CFD-Basis, dann wären wir bei 24.759, also relativ nah am Allzeithoch, das wir im Bereich 24.880 gebildet haben. 120 Pünktchen also weg, das ist nicht wahnsinnig viel. Wenn wir den Dow Jones mit dem DAX mal vergleichen, dann sehen wir, da ist ein Riesengap, eine Riesenlücke. Würde der DAX sich verhalten wie der Dow Jones, dann stünden wir bei 13.500 Punkten. Aber der DAX verhält sich eben nicht so. Die große Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Normalerweise ist es so, dass nach so starken Jahren, wie wir es jetzt in 2017 gesehen haben, das hatten wir zuletzt im Jahr 1995, 1997 und 2013 gesehen, als sehr starke Vorjahre dann zu einem sehr mäßigen Januar geführt haben. Es ist also davon auszugehen, dass wir insgesamt zwar heute vielleicht positiv reinkommen, aber der Januar für die Märkte, für die Aktienmärkte ein schwieriger sein wird. Es ist davon auszugehen, dass wir Gewinnmitnahmen sehen werden. Es ist davon auszugehen, dass einige hier ihre Chips vom Tisch nehmen. Die Stimmung der US-Privatkunden ist extremst euphorisch. Die wollen jetzt noch in den Markt kaufen und die starken Hände werden ihre Aktienpakete an eben diese schwachen Hände verkaufen. Deswegen ist eben durchaus mit einer Korrektur zu rechnen, auch wenn wir heute wohl erstmal ganz gut reinkommen bei der Geschichte. Der DAX ist insgesamt schwächer. Das zeichnet sich schon lange ab, er ist auch schwächer als etwa der S&P 500, der sich ein bisschen erholen kann, 2676, hier sind wir doch einige Punkte schon entfernt vom Allzeithoch. Der S&P hat nach wie vor die 2700er Marke nicht geschafft, wieder eben Dow Jones nicht die 25.000er Marke. Wir sehen hier den Nasdaq auch erholt, 6406 Punkte, wir haben hier bei 6.424 eine Unterstützung gebrochen, die wir uns wiederholen müssen. Bis dahin ist alles, naja, eben eine Erholung, aber nicht wirklich die Trendwende, seit es hier leicht bergab geht. Dass der DAX nicht wirklich aus dem Quark kommt, das liegt eben auch am Euro-Dollar, der bei 1.2026 handelt. Normalerweise ist es so,
Wenn man sich die Charts der letzten Jahre anschaut, dann ist der Euro etwa in der ersten bis zweiten Handelswoche noch relativ stark, aber dann wird es schwieriger für die Gemeinschaftswährung. Mithin entsteht also dann Dollarstärke und davon ist wohl auch dieses Jahr auszugehen. Es ist wohl nicht mehr so furchtbar viel Luft nach meiner Einschätzung für den Euro nach oben. Alles über 1,20 ist für die EZB dann schon ein bisschen ungemütlich und man wird erst versuchen, verbal zu intervenieren, wird möglicherweise hier eine große Keule rausholen, um den Anstieg des Euros ein bisschen abzubremsen. Dollar-Yen bewegt sich relativ wenig, weil eben Asien geschlossen ist. 112,65. Wir sehen Dollarschwäche eben auf breiter Front, daher auch Gold. Starke bei 1.368. Silber hält sich auch gut bei 17,01 Dollar. Und wir sehen Öl über der 60er Marke noch zusätzlich befeuert durch das, was ja im Iran passiert. Diese Demonstrationen, diese Unruhe, diese Toten, die es da gegeben hat. All das ist sicherlich nicht schlecht für den Ölpreis. Ist ein Faktor, den Ölpreis hier nach oben bringt. Also, es wird erstmal relativ ruhig anfangen, das ist zu erwarten, nachdem wir ja sehr dünnvolumigen Handel sowohl in den USA als auch beim DAX gesehen haben, zwischen den Feiertagen. Der DAX hat es nicht geschafft, sein Momentum, das er in den letzten 20 Jahren fast immer hatte, nämlich mit Ausnahme von 2 Jahren, hier aufrechtzuerhalten. Normalerweise ist ja diese Zeit von 13. Dezember bis eben zum Neujahr die beste Zeit für den DAX gewesen, war diesmal nicht so, war vielleicht schon alles eingepreist gewesen. Jetzt blicken die Händler schon auf die USA und es wird sehr, sehr wichtig sein für die statistikverliebten Amerikaner, wie heute die Wall Street agieren wird und morgen agieren wird. Man nennt diese Zeit, ist die Zeit der Santa Rally, die also bis zum 4. Januar geht. Respektive bis inklusive 3. Januar diesem Handelstag gehen wird. Das ist sozusagen das, worauf man jetzt schauen wird. Wie gesagt, ich bin der Auffassung, wir werden einen sehr schwierigen Januar erleben. Die Höhenflüge sind erstmal vorbei. Die Gewinne werden eingestrichen, nachdem die Steuerreform jetzt Realität geworden ist. Und das nächste große Thema, das dann auf die Märkte wartet, das ist die Infrastruktur. Das ist die Investition, Billioneninvestition in die marode US-Infrastruktur. Aber dieses Thema wird dauern. Gleichwohl dürften weiterhin Finanzwerte und Energiewerte eben die großen Gewinner sein in dieser Zeit. Die Rohstoffe sind, wie Sie hier auch bei Gold und Öl sehen, durchaus im Aufwind. Kupfer auf dem höchsten Stand seit 4 Jahren. Also da tut sich was. Da ist sozusagen jetzt langsam das Spiel vorhanden, dass hier die Rohstoffe einfach untergepreist sind, dass Energiewerte vor allem in den USA unterbepreist sind. Und hier wird dann die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Das ist wie bei den Kryptowährungen heute ist oder in letzter Zeit Ethereum, davor war es Ripple, davor war es Bitcoin. Und so wechselt man fröhlich das Hemd und es geht das Spiel weiter. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in dieses neue Jahr zum ersten Handelstag. Bis dann, ciao.